Aus Sicht der Laborleitung des Helios Klinikum Hildesheim kann ich nur sagen, dass es sehr wichtig ist, Blutkonserven in ausreichender Form zur Verfügung zu haben. Blut rettet Leben. Ja, das war gut. Also man fühlt sich hier gut aufgehoben, kompetente Mitarbeiter, bequemes Liegen und 500 und ein paar Gramm Blut zu spenden, tut wirklich nicht weh. Sehr gute Initiative haben wir jetzt erlebt in dieser Corona-Zeit, war hier und da ja doch die Spendebereitschaft zurückgegangen und die Möglichkeiten zu spenden in den üblichen Dorfgaststätten, wo das so gemacht wurde, fand auch nicht statt. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass wir das hier heute gemacht haben. Sehr gerne. Ich habe bequem gelegen, wurde gut versorgt. Das Punktieren am Arm hat gut geklappt und die Spende vertrage ich immer ganz gut oder sehr gut. Und ich finde es ja auch eine gute Gelegenheit, das am Arbeitsplatz wahrnehmen zu können, weil man so im Privaten ja dann doch immer so Termine verpasst oder verschiebt oder vergessen hat und so. Deswegen freue ich mich, dass ich nach längerer Zeit mal wieder Gelegenheit hatte, meinen Beitrag dazu zu leisten. Am häufigsten benötigte Blutgruppe ist Null negativ, das ist der Universalblutspender, der allen Menschen sein Blut spenden kann, aber er selbst kann nur von Null negativ etwas beziehen.